Leute, und willkommen zu einem neuen Weekend-Vlog. Hallo, hallihallo. Ich darf es nicht vergessen. Kannst du mir schreiben, immer wenn ich hey sage. Fabi, du hast ein Hallo, hallihallo vergessen. Naja, ich dachte mir, ich filme halt mal ein bisschen mein Wochenende. Ich mache mich jetzt ganz fertig, weil ich muss um 11 Uhr in der Stadt sein. Und es ist gerade 9.58 Uhr. Deshalb muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich bin mit Cheyenne verabredet. Wir wollten in die Stadt gehen. Bisschen shoppen, zu Starbucks oder irgendein Café gehen. Wir haben uns lange nicht mehr getroffen. Wir haben im Moment so viel Arbeit, wofür wir lernen müssen. Und deshalb hatten wir halt nie Zeit, uns an den Wochenenden zu treffen. Ich suche gerade meinen Bronzer. Der ist immer weg. Ja, jetzt steht er hier. Das ist der beste Bronzer. Dieses Hula-Ding. Und der ist so pigmentiert. Ich mache den immer nur auf meine Nase drauf. Es soll heute vielleicht ein bisschen regnen und deshalb habe ich meine Haare auch nicht gewaschen. Ich habe gerade Trockenshampoo reingesprüht. Wie gerade meine Wimpern hoch. Boah, letztens. Ich habe mir hier mit meiner Wimpernzange 4 Wimpern ausgerissen. Ich habe die damit gebogen, als sie schon mit Wimperntusche waren. Horror. Horror war das. Ich hatte schon Angst, dass ich vielleicht keine Wimpern mehr habe. Das ist übrigens meine Wimperntusche, die ich benutze. Fragt immer ganz oft. Das ist die Pro XXL Volume Mascara von L'Oreal. Stellt nicht scharf. Hallo. Da, jetzt. Guck mal, wenn man diesen Primer drauf gemacht hat, sieht man immer aus wie die Eiskönigin, wie Elsa von Frozen. Okay, ich habe mein Make-up jetzt fertig und ich suche jetzt schnell ein Outfit raus. Cheyenne ist nämlich schon unterwegs. Ich habe ihr gesagt, ich schaffe 11. Cheyenne schreibt gerade, was sie anzieht. Sie meinte, sie hat Wollpulli und Zipper an, aber sie meinte, sie soll einen Regenschirm mitnehmen. So, das ist mein Outfit. Alles basic. Dieses normale graue Oberteil hier habe ich an. Dann diese blaue Sweaterjacke und hier meine Lieblingsjeans. Aber ich wollte irgendwas anziehen, wo die Jeans nicht auf dem Boden hängt, wenn es regnet. Und halt noch hier meine Kappe. Jetzt muss ich schnell mein Bett machen und dann muss ich los. Weißt du, guck mal bitte, was es hier für komische Sachen gibt. Das kostet 80 Euro. Das ist so eine komische Jacke. Nee, doch. Nee, das ist süß. Leute, wir sind in Palma bei Zara. Hallo. Wir gucken gerade nach schönen Oberteilen und Kleidern. Ja, zieh das mal an. Das weil das sieht irgendwie süß aus, oder? Mit dieser. Kurz? Das ist ein Kleid. Das ist wie ein Oberteil, glaube ich, oder? Nee. Ja, das kann kein Kleid sein. Ach, schade. Oh, es ist so warm hier drin. Ja. Zara macht es so heiß hier. Yay. Wir essen jetzt Pizza. Ich hoffe, das schmeckt. Okay. Oh mein Gott, das ist lecker. Dann waren wir noch in so einem coolen Vintage-Laden. Da gab es einfach eine Tischtennisplatte. Da musste ich natürlich direkt meine Skills auspacken, die nicht vorhandenen. Leute, bin schon ein bisschen länger wieder aus der Stadt zurück. Aber es war cool. Ich muss eigentlich. Ah, scheiße. Oh mein, keine Füße. Sag mich was. Ich habe einfach in so einen hässlichen Dutt gepackt. Mein Trick ist, halbe Stunde vorne bräunen, dann wenden und halbe Stunde hinten bräunen. Ich lese dabei, mein Buch heißt, mein Handy ist runtergefallen, Cold Case Academy. Das ist voll gut, ich habe schon fast durch. Das ist ziemlich schlecht, weil ich hatte das erst seit 3 Tagen und der zweite Teil, den gibt's noch nicht. So, ich wollte ja jetzt eigentlich duschen gehen, nur mir ist aufgefallen, ich habe gar nichts, was ich heute auf Instagram posten kann. Deshalb gehe ich jetzt noch Bilder machen. Das ist mein Outfit, ich habe dieses Top hier an, ich muss mich eins tiefer stellen. Das ist von Zara und da ist diese Blousonhose hier, die ist von H&M. Ich habe noch so eine Klammer dran gemacht, weil ich finde, das passt so gut zum Oberteil. Die ist von Amazon, habe ich die bestellt, glaube ich. Meine Haare sehen zwar ziemlich scheiße aus, die ist gerade noch mal gekämmt.
Und meine hellblauen Schuhe ziehe ich, glaube ich, an. Ich habe jetzt hier so Chaos gemacht, weil ich habe die ganze Zeit gesucht, welches Outfit ich anziehe. Aber ich musste mich beeilen, weil gleich geht die Sonne weg. Und ich wollte noch gleich essen und mich dann noch Haare waschen will. Dann sagt meine Brüder wieder, nein, wir essen jetzt erst. Und dann trocknen die nicht mehr. Ja, deshalb gehe ich jetzt mal los. Ich brauche mein Handy noch. Mal sehen, ich hoffe, wir bekommen was Schönes hin. So, ich bin da. Ich habe gerade versucht, was im Stehen zu machen. Irgendwie ist er langweilig aus. Wir waren irgendwie... Oh, der Hund guckt mich ein bisschen böse an. Hallo! Da waren so schöne Blumen. Ich glaube, ich setze mich einfach mal hier so hin. Soll ich mit Kappe machen? Ohne Kappe? Nee, ohne ist zottelig. Ich glaube, ich mache mit. So, Bilder sind gemacht. Gott sei Dank bin ich jetzt fertig und habe was zum Posten. Und ich gehe jetzt eben schnell duschen. Meine Haarsträhne einfach hier drin gelassen und ich stört ein bisschen beim Gähnen. Gerade so ein Leave-In-Conditioner reingesprüht. Ich muss immer was mit meinen Haaren machen, wenn ich aus der Dusche gekommen bin. Sonst kriege ich die irgendwie nicht ausgekämmt. Ich mache das auch erstmal mit so einem Kamm und dann mit meiner Bürste. Man sollte ja eigentlich nicht kämmen, wenn die nass sind. Ich weiß. Aber wenn ich die föhne, sind da so viele Knödel drin. Das heißt, keine andere Wahl. Ich habe mich übrigens dazu entschieden, heute kein Spanisch mehr zu machen. Wir müssen auch bald einen Katalanisch-Test schreiben. Ich sage euch ganz ehrlich, ich kann kein einziges Wort auf Katalanisch. Obwohl, ich kann einen Satz. Jus hoc mavi, I think. Ja, die Zahl weiß ich jetzt nicht. 15 Anis. Und manche Leute, die können einfach so ihre Skincare machen mit ihren Haaren im Gesicht. Ich sehe manchmal so TikToks, wo die dann so sich abschminken. Dann hängen die Haare im Gesicht, das triggert mich immer so. Das kann ich nicht. Übrigens, voll die gute Entscheidung, hier so Lichter reinzumachen in mein Bad. Ich mag das total gerne. Ich habe einen Ohrwurm von TikTok. Ich bin heute übrigens echt braun geworden. Ich werde langsam braun. Also ich bin nicht so jemand, der geht so in die Sonne. Einen Tag ist er braun. Deshalb bin ich sehr stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, auch endlich mal ein bisschen braun zu werden. Es ist noch nicht so krass braun, aber es wird. Ich wäre auch eigentlich schon eine Party gewesen und die wurde abgesagt, weil schlechtes Wetter war. Es war überhaupt kein schlechtes Wetter. Alle meinten, es würde regnen. Es hat nicht geregnet. Es war Sonne, blauer Himmel und total warm. Ist ja nicht meine Party, aber die findet jetzt im Juni irgendwann statt. Ich glaube, dass meine Haare jetzt erstmal so ein bisschen trocknen. Mal gucken, ob die fürs Bett noch komplett trocken werden. Muss ich die ein bisschen föhnen. Aber ich gucke jetzt erstmal meine Serie, eine neue Serie gefunden, die ist so gut. OC California, bei der zweiten Staffel. Müsst ihr mal gucken. Und dann sehen wir uns euch morgen wieder. Es passiert doch nicht mehr so Spannendes. Also, gute Nacht. Bis morgen. Hey Leute, heute ist schon Sonntag. Letzter Tag vom Wochenende. Morgen wieder Schule. Ich habe gerade eben mein YouTube-Video hochgeladen, wie jeden Sonntag, und ich beantworte gerade ein bisschen die Kommentare. Alles geliked und beantwortet. Ihr schreibt immer so süß. Es macht immer voll viel Spaß, diese zu beantworten. Jetzt habe ich mich angezogen. Jetzt zeige ich mal kurz mein Outfit. Es ist ziemlich warm heute draußen. Jetzt habe ich eine kurze Hose an, hier einfach so ein Top und noch ein Hemd drüber. Und jetzt muss ich schon das nächste Video drehen. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Q&A und dafür habe ich mir ganz, ganz viele Fragen rausgesucht. Einfach über Insta so einen Fragesticker reingemacht. Und jetzt suche ich mir gleich ein schönes Plätzchen. Handy darf ich nicht vergessen, die Fragen drauf. Haarbürste nehme ich eh immer mit. Und jetzt gehe ich mir noch was Wasser auffüllen. Hab meinen grünen Strohhalm verloren von dem Becher. Deshalb muss ich jetzt den blauen nehmen. So, ich bin fertig mit dem Video. Ich bin die ganze Zeit hier im Schatten gesessen. Mein Kameraschatten der Sonne, die ist richtig heiß gelaufen. Ich muss auf meine Mama noch warten, weil die ist einkaufen in der Zeit, wo ich das Video im Auto gemacht habe. Und es war so peinlich. Es sind die ganze Zeit so viele Leute lang gelaufen. Und einer, da kam so ein Mann, der meinte die ganze Zeit so bla 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 bla. Der hat sich voll auf mich lustig gemacht, weil ich so viel geredet habe. Dachte wahrscheinlich, was ist mit der falsch? Die ganze Zeit mit ihrer Kamera. Aber schon wieder am Motorrad. Ich bin jetzt fertig und ich fahre jetzt gleich nach Hause. Ich habe Hunger, ich muss dringend was zum Mittag essen. Guckt mal Leute, mein Bruder hat übrigens so eine, was ist das, eine Seifenwasser, Seifenblasenpistole bestellt, die so leuchten kann. Guckt mal,
Das sehe ich immer auf TikTok. Das sah so cool aus und wir wollten so einen TikTok machen. Nicht in meinem Zimmer. Cool aus. Das funktioniert, gib mal her. Oh, oh, das ist voll geil. Guck mal, das leuchtet. Ich muss jetzt eigentlich Spanisch lernen. Nur irgendwie ist diese Pistole cooler als Spanisch lernen. So Leute, ich habe aufgegeben mit Spanisch lernen, bin ich jetzt schnell umgezogen und wir gehen zum Strand. Es ist nämlich so schönes Wetter noch geworden und ich will mich ein bisschen sonnen. Guck mal, wie schön. Heute ihr auch noch Crocs, ich liebe die immer noch. Ich ziehe die einfach für alles an, zum Turnen, zum Strand. Wie kann man eine Sonnencreme orange machen? Ich habe natürlich schon direkt mein schönes Handtuch bematscht. Da, guckt mal. Ah. Ich bin fertig mit meinem Buch. Da war der größte Plot-Twist drin ever. Das hätte ich niemals erwartet. Ich brauche den zweiten Teil. Und Papa geht jetzt Eis holen. Ich habe Cornetto-Eis. Ich war heute gerade das erste Mal im Wasser. Es geht voll. Ich war sogar richtig schwimmen bis da hinten. Aber da waren so große Fische. Ich habe keine Angst vor Fischen, aber irgendwie war mir das dann ein bisschen eklig. Dann bin ich schnell wieder rausgegangen. Dann gab es Abendessen, Pizzasonntag, claro. Und ich habe noch eine Folge OC California geguckt und mich dann Bett fertig gemacht. Falls ihr meinen Makeover noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch mal auf dem i. Boah, Leute, ich bin so müde jetzt. Ich kann nur noch ins Bett fallen und schlafen. Ich hoffe, das Wochenende hat euch gefallen. Könnt ihr gerne den Daumen nach oben da lassen und auf meinen Kanal abonnieren. Einfach auf dieses rote Abonnieren-Button da unten Ding drücken. Ich kann schon nicht mehr reden. Aber ihr könnt auch gerne meine Infobox vorbeischauen. Da verlinke ich euch Breezy Bay. Ich hab's immer an, auch beim Schlafen. Könnt damit auch duschen gehen. Guckt einfach mal vorbei. Mich richtig freuen. Also jetzt, wo ich das Video drehe, wisst ihr es noch gar nicht. Deshalb ist es so komisch, das jetzt so zu sagen und darüber zu reden. Aber wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Und ich sag bye bye. Gute Nacht.